Willkommen zurück zum Horrorschocker des Jahres. Games so aktuell. So viel Angst hatte ich schon lange nicht mehr. Games Pro. Nee, Game Pro heißt das. Nee, Game Pro. Nervenaufreibende Schockmomente und brutale Splatter-Effekte. Games aktuell. Naja, Splatter-Effekte stimme ich zu, aber... The Evil Within ist einzigartig durch sein schonungsloses Grauen, das es uns bietet. Games aktuell, ja. Famoser Horror Made in Japan. Games Pro 7 2014. Das Spiel wird großartig. Games Pro 07 2014. Die unfassbare Spannung, die Shinji Mikami in seinem Horrorspiel aufbaut, sucht ihresgleichen. Game Pro 7 2014. Irgendwie kommt das alles außer Game Pro. Beklemmung, Angst, Ohnmacht. Shinji Mikami bleibt der virtuose Meister des Survival Horror. Weißt du was, mein Freund? Du wirst auf jeden Fall abgelöst durch PT und somit natürlich durch Hideo Kojima. Das möchte ich dir jetzt schon mal so auf dem Weg mitgeben. Das zumindest, wenn das so weitergeht. Hier. Wenn das so weitergeht, dann ja. Also, wir schauen uns das aber trotzdem noch weiter an. Ja. Wir wollen das Spiel jetzt noch nicht vernichten. Nein. Ich denke mal, vielleicht bringt es uns ja noch ein bisschen was. Und jetzt. Jetzt vielleicht? Weiter. Jetzt vielleicht? Jetzt kann es halt schon Angst. Man sieht der Pipi laufen. Nicht, die Kamera steht zu hoch. Jetzt hätten wir einen Kameramann brauchen können. Dann hätte man sehen können, wie der Pipi hier wie so ein Wasserfall runterläuft. Ich nehme es gleich auf und halte es in einem Tuch in die Kamera. Ja, ist okay. Ist das irgendwas da vorne? Weiß ich nicht. Soll ich es rascheln oder bin ich das? Du bist raschelnd, ja. Oh, ich habe hier Samba rasseln. Ist okay. Irgendein Effekt muss die Facecam jetzt ja haben, wenn das schon nicht so ist, das wie hier. Oh mein Gott. Ja? Gerade bleich vor Schrecken. Gut so. Lasst euch bloß nicht stören. Los, töte sie! Ich glaube, die haben mich entdeckt. Kann gar nicht sein. Oh. Erstmal Pause machen. Geile Sache, ey. Da müssen wir jetzt hin, ey. Ich hab keine Ahnung. Die Brücke habe ich eben noch nicht gesehen. Nee, ich glaube, aus der Richtung sind wir nicht gekommen. Na gut, da wir sowieso die Munition immer so mitnehmen. Ich glaube, da muss man wirklich abhauen. Oder? Ja, ich glaube auch, das sind so viele. Ja, vor allem, die können wir nicht einholen. Ja, es sind ja auch nur Menschen, Leichen fressende Zombies. Bei der Ernährung bleibt das nicht aus, dass man nicht so... Ich hab schon gedacht, wie komme ich da jetzt wohl durch, aber hey, wenn die Zwischensequenz kommt. Oh Mann, ey. Können wir das mit der Spielsteuerung auch reproduzieren? Was? Das, dieses Rumhüpfen und... Ja, wir haben Kapitel 2 überlebt. Ich bin sehr stolz auf uns. Nicht? Gruseligste ist die Zeit, die gerade vergangen ist. Ja. Das stimmt allerdings. Nahkampfangriffe dienen in erster Linie der Verteidigung, sollten nur im Notfall benutzt werden. Ja, haben wir gemerkt, das bringt auch irgendwie wenig. Ja, was traurig ist. Ja, eigentlich wohl. Gerade bei so einem Survival-Horror, weiß ich nicht, setze ich doch eigentlich drauf, dass ich das... Es ist ohne zwar, Munition, dass es zwar schwer ist, aber mir dann auch geschickt überlege, wo ich denn das bisschen Munition, was ich habe, ja, irgendwie benutze. Ja. Ne? Und wenn es dann irgendwie geht, dass ich jemanden dann auch aus dem Hinterhalt mal auf die Fresse hau, oder nicht aus dem Hinterhalt, aber so, dass er damit rechnet. Also quasi, wenn ich den First Punch lande in so einem Fight, ja, dass ich dann damit auch einen gewissen Vorteil habe. Ja. Und da hau ich zweimal drauf und dann haut der andere mir einen auf die Fresse. Dann hau ich wieder zweimal drauf und er haut mir einen auf die Fresse. Ja, und da der mehr Leben hat, ist es uneffektiv, weil der tötet dich eher wie Green. Ja, das vielleicht nicht mal zwingend, aber
so in die Richtung, ne? Also ist auf jeden Fall. TTS! Langweilig. Wir haben keine. Doch, wir haben noch eine Waffe. Ich will mal eben kurz mich heilen. Ach, haben wir gar nicht mehr, okay. Nö, hätte ich jetzt gedacht, haben wir noch, aber da liegt noch eine. Die Klauen der Horn. Das hört sich, da liegt noch eine. Ach, da liegt eine. Und da liegt ein Buch. Können wir das lesen? Ja, das werden wir natürlich lesen. Nein. Erstmal, Wieso hat er das vom Shotgun weggelegt oder ist das irgendwie eine größere? Weiß ich nicht. Wie öffnen wir dann noch hier? Nee. Hier? Nee, da, ne? Doch da. Das war's? Rechter Stick rein. Ja, rechter Stick, ja. Ach, ich kann die Waffe auch auf den Shotgun legen, was ich doof finde. Ja, das brauchen wir im Moment auf jeden Fall nicht, da wir nur eine Waffe haben. Sag mal, wenn du mehrere Waffen hast, das ja, ist ja vielleicht ganz interessant, aber hier der Haus kaputt. Nein. Auch voll Survival Horror, ne? Da stehen Kisten, wir hauen sie kaputt. Ja. Scheiß auf irgendwelchen Lärm, den wir potenziell machen könnten und irgendwas anlocken oder so. Nein, scheißegal, könnte ja was drin sein, nehmen wir mit. Kiste, hau drauf. Ich denke, für das Spiel, um es wirklich besser beurteilen zu können und besser sagen zu können, ja, oh, das ist gut, sagen wir mal, vergessen wir mal das Survival Horror, das ist scheiße. Ne? Wir gucken jetzt einfach mal, was macht das denn atmosphärisch und so weiter und so fort. Das Survival Horror hat er jetzt eigentlich für mich schon fast verloren. 50% ist schon raus. Ja, also, wenn das so weitergeht. Wir haben vorher gelesen, so 15 bis 20 Spielstunden. Ne? Ja. War das so? Ja. Ja. War so. Und wir sind jetzt bei, was haben wir gesagt? Was haben wir gesehen? Anderthalb. Anderthalb, ja. Haben wir ja noch ein bisschen vor uns. Bei PT wäre das gruselig gewesen. Ja, das tut mir teilweise echt leid, dass man das so zerreißt. Aber wenn du ein Spiel so promotest und das so machst, ja, da musst du auch liefern. Ja? Viele Spiele haben dieses Jahr wie nicht geliefert. Destiny nicht. Watch Dogs nicht. Mordor Schatten sieht im Moment genau nach dem aus, was sie versprochen haben, was für mich ein absoluter Überraschung ist. Aber dieses Spiel scheint auch nicht zu liefern. Was sagst du dazu? Ja, wobei ich das ein bisschen differenziert betrachten würde. Destiny, ja, hat erschaffe deine Legende, das ist Peng, aber es ist trotzdem ein gutes Spiel. Also es macht Spaß zu spielen. Ja. Und auch mit mehreren und dieser Online-Charakter und so, das ist, also ist es nicht das, was angekündigt wurde, erschaffe deine Legende und so. Ne, das ist klar. Da stimme ich dir zu, aber das ist kein schlechtes Spiel. Nee. Ich möchte, also bei Destiny habe ich so einen Zwiespalt. Ich weiß, das ist eigentlich ganz, ganz viel Bullshit verbreitet, aber ich habe so viel Spaß. Beide gekriegt. Ja, ich weiß, das habe ich aufgenommen. Ja. Verbreitet so viel Spaß, dass ich sage, ich möchte Destiny nicht komplett verteufeln. Ja, genau. Ja? Das wollte ich jetzt auch gerade sozusagen sagen. Bei interessant, ne? Dass du einfach auch dann mal einfach mal die Position eines Spieles auch nimmst, weil der dann doch wohl an einer anderen Stelle sehr viel Spaß bereitet. Ja, klar. Bei Watch Dogs muss ich sagen, mach mal, das ist das. Ich kann auch verstehen, wenn Leute das Spiel gut finden, weil ich sag mal, die Story und so ist gar nicht so schlecht. Es ist, ne? Aber es liefert nicht so mit diesem Hacking und so auch das nicht, was es versprochen hat. Meiner Ansicht nach. Ja. Weil es auch da viele Elemente gibt, die einfach immer nein ähnlich wiederkehrend sind. Achso, okay, der ist vorher am Piepen, okay. Ne, Boah, habe ich mich. Ich habe jetzt gerade echt gedacht, der noobt mich da weg, Ja, irgendwie. Hau die Kiste kaputt. Ah, Bomben entschärfen. Ne? Nadel anhalten. Blau Erfolg, rot Fehlschlag. Ich will keinen Fehlschlag. Wenn die Nadel innerhalb der Umdrehung. Achso, du hast dann, das dreht sich dann halt. Ist die Falle entschärft. Entschärfte Fallen bringen dir neue Teile für Fallen. Ich hab
gar nichts gedrückt. Ich hab nicht gewusst, dass es nur eine Umdrehung ist. Hallo, ich hab echt nicht gewusst, dass es nur eine Umdrehung ist. Ich hab jetzt gewartet, weil ich gucken wollte, wie schnell sich das dreht, weißt du? Ja, ich hab da jetzt auch nicht mitgerechnet. Da stand noch eine Kiste, die du jetzt kaputt machen könntest. Ja. Durch Hirnsaft gesehen. Ja. Gehirnsaft. Priorität Nummer 1, Gehirnsaft. Ja. Ja. Scheint es wohl. Also Watch Dogs, ich kann verstehen, wenn auch Leute die Story gut finden und so. Ich fand das Spiel jetzt von der Steuerung, also das war, dass das mit dem Hacken und so tört ist, habe ich mir vorher schon gedacht. Ich fand, das Spiel hat mich mehr darin enttäuscht, dass die Steuerung teilweise ein bisschen hakelig ist. Gerade wenn du irgendwo in Deckung gehst, hast du es manchmal ganz schwer, aus dieser Deckung wieder rauszukommen. Was natürlich ganz schlecht ist, wenn hinter diese Deckung eine Granate geworfen wird. Ja. Das fand ich das, was, das hat mich bei dem Spiel genervt. Ne, das war das, was mich genervt hat. Also deswegen spiele ich die DLCs nicht. Nicht, weil das Spiel selber mir so nicht gefiel, sondern die Steuerung fand ich, hat mich irgendwie mehr in den Nähe einer Nervenzusammenbruchs geführt, als dass das Spiel jetzt schlecht war oder so. Aber das ist natürlich trotzdem Turd. Wenn man so will. Und dann, ja, Mord der Schatten finde ich bis jetzt sehr gut. Da macht die Steuerung ist gar nicht schlecht. Es macht Spaß zu spielen bis jetzt. Ich muss sagen, bei Mord der Schatten habe ich am Anfang wirklich gedacht, okay, da versprechen die viel zu viel, das wird scheiße. Ja. Und jetzt habe ich reingespielt und ich habe auch echt schon lange gespielt und ich merke, dass mich, dass das, was die versprochen haben, auch wirklich gut umgesetzt. Ja. Das ist so eine Sache. Die Wand fährt hoch links. Ist doch eindeutig eine. Ach nee, wir sind nicht Dark Souls, ne? Ja, Dark Souls braucht gar nichts versprechen, nur ist trotzdem geil, ne? Ja, da finde ich nur die Grafik kacke. Ja. Ist kacke, aber es ist teilweise nicht richtig optimal, stimme ich zu, ja. Und das viel von uns angesprochene, Ne? Brauche ich gar nicht sagen, ne? Über das Physik, ne? Ja, da braucht man wirklich nicht drüber reden, also das ist zum Vergessen. Da ruft einer. Deutsche, ne? Ich hab irgendwas mit von hierher verstanden, ja. Mhm. Wenn das nicht auf in irgendeiner anderen Sprache zufällig auch so ähnlich. Ja, es war kein. Ja, das war auf jeden Fall einer, der richtig geredet hat. Und nicht, ich fresse dein Gehirn! Mhm. Kann sich überall verstecken. Ja, das ist wichtig. Ich glaube, du solltest mal einen Moment ausruhen. Oder dich nicht bewegen, okay. Weil dann dein Lebenspunktebalken bis zu diesem roten Strich da zumindest wieder. Ich fand das gerade so lustig, dass Opa mit einer Weinflasche durch die Gegend torkelt, weißt du? Ja, klar. Ja, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ja. Ich hab schon gefragt, warum er nicht aufgefüllt. Ja, das passiert nur, wenn du ruhig sitzt. Wer ist da? Nicht schießen! Ist der Doc, oder? Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Traust du dem? Und ich werde mir erstmal hier alles angucken, bevor ich irgendjemandem folge. Kommen Sie hier lang ist auch so... wir reden nicht drüber, was hier los ist oder was passiert. Nein, ja. Kommen Sie hier lang. Komm mit. Komm mit in diese Das fand ich am allerschlimmsten in Resident Evil damals. Da war dann so eine Tussi. Ich werde Ihnen alles erklären, wenn wir dieses und jenes sind. Okay. Kämpft sich durch eine Monsterhorde ohne Ende. Ja, dann sagt sie da und sagt, nein, wir müssen erst in den Keller, bevor ich Ihnen das erzähle. In Ordnung. Übrigens, Gehirnsaft, hey. Yay. Gehirnsaft. Kann man sich wieder unter. Ach komm, einmal unter das Bett verstecken. Ja, dann kommt doch bestimmt jemand. Bestimmt, ja. Der Doktor, was machen Sie da für ein Teil? Ich verstecke mich mit meiner Weinflasche unter dem Bett. Ja. Spannend. Ja, ne? Jetzt muss die Flasche wieder aufheben. Stimmt das? Echt? Ist voll weit weg. Das war die da. Ah, okay. Ja. Nimm ich die mit. Ja. Ja, gar nicht. Da ist noch was drin, ne? Ja. Kann ich immer mit derselben Flasche durchs Haus vor. Ja, das ist wohl so. Hin und wieder muss man sich auch mal an was anderem festhalten. Ja. Da rechts ist eine Bombe. Ich hasse die. Da musst du schleichen dran. Dann kannst du die. Diffuseln. Oder es probieren. Oder es probieren. Oder daran scheitern, es zu probieren. Ja, läuft doch. Jetzt kannst du die einsammeln. Übrigens wird dir nicht angezeigt, wann du die Da hat wieder was gepiept. Ja. Gehirnsaft.
Ich mag ihn. Oh, 500. Wo denn das gibt? Weiß ich nicht, ich hab's nur gehört. Vielleicht da in dem Schrank, wo die ganzen Ungeziefer reinlaufen oder so. Kannst dich ja geduckt bewegen, dann scheinen die ja nicht hochzugehen. Ja. Dann kannst du dich vielleicht mal ein wenig umschauen. Da hinten. Ja. Ach ja, da ist er noch meilenweit weg. Na, hab ich aber auch gerade gedacht. Die hat ja früher der Piepen angefangen. Da kannst du schon diffuseln. Ah, die war ja. Da hat es ja relativ viel Vorlauf. Da ging eigentlich ganz gut, ne? Das war noch. Da hinten steht Nord. Ja. Scheinen mehrere Fallen zu sein. Ja. Bisschen aufpassen. Besser ist das. Streichhölzers. Haben wir übrigens oben links in der Ecke angezeigt, wie viele wir haben. Immer noch nur 5. Das heißt, wir können gar nicht mehr tragen. 5 ist unser Maximum im Moment, ja. Ja, das ist natürlich super, dass wir dann trotzdem noch Streichhölzer aufnehmen können. Weil wir haben eben nämlich schon mal 3 aufgenommen. Ja, ja. Und wir hatten schon noch welche. So rum. Ja, ja. Da hätte ich die Gründe kaputt gemacht. Aber ist egal, die tausche ich gerne gegen 4. 4 Schuss? Schuss, genau, danke. Da ist nochmal eine Flasche irgendwas anderes. Ja, aber halt eine Flasche. Da ist eine Tür, da geht's aber wieder nach draußen, ne? Oder ist da noch. Ne, da ist noch ein Raum hinter. Ah, Speicherpunkt! Vor allem ein Punkt, wo sie wir ein bisschen. Weg. Die ist weg. Da weg. Liegt noch was. Kartenfragment 4. Sehr schön. Wir sammeln nur gerade auf. Da liegt wieder ein Tagebuch oder so. Tagebuch von Sebastian Castellanos, Dezember 2004. Mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin Myra Hansen ist ein echter Kracher. Zäh und geradlinig, genau mein Typ Frau. Aber ich muss aufpassen. Sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren heißen Arsch angesehen habe. Arr. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der schönste Zombie in diesem Land? Wie wär's jetzt mal mit ein paar Informationen? Kriegen wir nicht, wir kriegen erstmal ein Update. Ja. Warum haben wir eigentlich so einen Arbeitsschreibtisch? Wieso ist so eine Tür wieder zu? Weil die immer wieder zu ist. Echt? Ja. Schau dir die letzte Mal auf. Müsste ich lügen. Hallo. Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Was denn? Wir können auf jeden Fall gerade nicht unterschreiben. Nee. Weil sie uns irgendwas gibt, was wir gebrauchen könnten. Oh. Dann soll die sich da mal ein bisschen mit. Oh, wir dürfen in den Personalbereich. Oh. Oh. Hat die auch einen heißen Arsch? Geht doch. Vögeln wir die jetzt deine Abstellkammer? Das wäre erschreckend. Wo führen sie mich hin? Sie reden wohl nicht viel. Monochrombildschirm, was sind wir denn hier? So eine Röhre. Ja. Hallo? Hochmoderne Technik hier. Ja, wir gehen natürlich nicht dahin, wo die uns hinführt. Nö, warum auch? Haben wir bei dem Doc ja auch nicht gemacht, hat uns bis jetzt noch nicht geschadet. Ja. Da war was. Ah, da setzen wir die Karte zusammen. Ja. Das sind also Sammelobjekte, denke ich. Ja, sozusagen. Das heißt aber wahrscheinlich, dass wir dann auch schon 2 vergessen haben. Maybe, da wir. Ich sag ja, wir sammeln nur gerade. Okay. Obwohl 2 und 4 haben wir, ne? Ja, deswegen sag ich ja. Aber guck mal. Ja, das ist nicht, dass wir 1 und 2 nicht haben, ja? Ja, das. Maybe, vielleicht liegt die ja da auch noch am Tisch oder so. Da links ist da irgendwas. Was liegt da? Da liegt. Da ist nix, ne? Ja. Auf dem. Da. Da können wir auch nicht aufheben, ne? Ja, alles cool. Also laufen wir der alten Mann hinterher. In die letzte Ecke. Oh, die Zeit wir haben Schlüssel. Ja. Haben Sie so einen Schlüssel? Klar. Tatsächlich habe ich so einen Schlüssel. Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Aufregend. Eine dieser Türen. Jetzt müssen wir uns eine aussuchen. Geil. Ja, lieber Oskanios, welche Tür möchtest du denn haben? Tor 3. Tor 3. 3 Mitte? Ja, die immer. Die Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Klar. Ja, 3 Mitte? Ja, machen wir. 3 Mitte. Hauptsache, da ist kein Song drin. Oh, 2 Stück gleich. Ja, mehr können wir sowieso nicht haben. Ist das so? Ja. Okay.
Dann hätten wir ja auch nicht viel gemacht. Okay. Wo geht's da links hin? Kommen wir da durch? Ich denke, also so vom... So. Jetzt haben wir den Schlüssel gerade benutzt. Das wäre auch viel die gütere Tür gewesen. Kann ich jetzt unterschreiben? Ich hoffe doch. Ja. Ja. Ja, aber willst du nicht erst... Ja, ist egal. Ich hätte gesagt, wolltest du erst auf den Gehirnstuhl gehen und dann pimpen wir uns da ein bisschen auf. Ja, schön, das erste Mal haben wir gedacht, boah, tut das weh. Gehirnstuhl, wir wissen immer noch nicht so. Gehirnstuhl. Das setzt sich aber total cool hin, ne? Das ist ihm scheißegal. Ja. So, was haben wir gesagt? Wir laufen auf den Leben vor. Streichhölzer? Ja. Reserve? Findest du Streichhölzer so wichtig? Weiß ich nicht, aber was kostet denn? 500, mein Gott, Wayne. Ja, aber für zwei. Ja. Genauigkeit will ich nicht erhöhen. Das hat uns viel gebracht, die Genauigkeit, dass die nicht so hoch war. Nahkampfschaden können wir erhöhen, aber der. Ja, aber. Spritzenwirkung. Können wir zum Tauchen. Kostet zu viel. Maximal Sprintdauer, Lebensenergie, Waffen. Nachladegeschwindigkeit. Nee. Kommt 500. Ja, ja gut, nimm mit. Was kostet denn Schadensmodifikator? Das würde mir Schaden machen, finde ich sinniger. 2500. Ja, nimm mit. Komm, haben wir noch 500, dann kriegst du auch deine Streichhölzer. Ja, finde ich gut. Ja? Ja, finde ich gut. Ja, gut. Ja, geh hin, da kann ich mich endlich wieder stützen. Oh Mann, ey. Ja, haben wir doch optimal genutzt. Ja, das ist wohl so.